Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in den Zalando Beauty Adventskalender hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mit knapp 130 Euro, ich glaube 129 müssten das gewesen sein, ist der Adventskalender irgendwie 30 Euro teurer als letztes Jahr. Das ist schon ziemlich krass. Ich meine aber auch ehrlich gesagt, dass er größer ist als letztes Jahr. Weiß ich jetzt aus dem Stegreif tatsächlich nicht, ne? Ich finde, dass er tatsächlich von außen auch wieder genauso schäbig aussieht wie letztes Jahr. Ja, das ist halt dieses recycelte Pappmaterial, ne? Oder wie auch immer. Finde ich jetzt nicht so hübsch, aber wichtig ist ja, was drin ist. Okay, von innen sieht er auf jeden Fall schöner aus. Letztes Jahr hatten wir den ja auch nur in so einem komischen, ausgewaschenen Orange. Hier ist er jetzt ziemlich poppig unterwegs, aber halt auch nicht wirklich weihnachtlich. In der Tür steht drin, I'm all yours to open, explore and adore. Also ja, er gehört jetzt vollkommen uns und wir sollen ihn auspacken und bewundern. Okay, dann gucken wir mal. Schublade Nummer 1 ist schon mal ordentlich eingepackt. Das fängt schon mal sehr, sehr gut an. Also 7 Ampullen von Barbour, Ampoule Concentrates, Perfect Glow, Tired Dull Skin. Das finde ich schon mal super. Ne? Also da haben wir jetzt schon mal direkt ein Körperprodukt drin. Da bist du ja bei ungefähr 30, 40 Euro. Ne? Und dementsprechend finde ich das klasse. Ich mag Ampullen, ich mag Barbour Ampullen. Ich versuche gerade irgendwie so ein bisschen die Inhaltsstoffe zu überfliegen. Ich glaube, das wird eine ganz feine Geschichte und ich freue mich drauf, die zu verwenden. Nach einem klopperhaftigen Pflegestart geht es weiter mit der Nummer 2 und die habe ich jetzt einmal hier. Das ist eine Mascara von Bobbi Brown. 3 Milliliter sind hier drin, die Smoky Eye Mascara. Funny, die habe ich schon da, denn die war schon in einem anderen Adventskalender drin. Wir haben ein Kunstfaserbürstchen, was einmal so ausschaut. Das geht spitz nach vorne zusammen, sieht soweit so gut aus, kann auf jeden Fall wahrscheinlich Volumen machen oder so. Riecht ein bisschen stinkig, aber angenehm. Also geht klar für eine Mascara. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und das ist, glaube ich, alles so eingepackt in dieses Butterbrotspapier. Wow. Okay, ja, Rituals ist am Start. The Ritual of Meer, Energize Your Soul. Energizing Foaming Shower Gel mit Sweet Orange und Zedernholz. Das ist eine Full Size, Leute. Also finde ich großartig, finde ich klasse, finde ich super. Freue ich mich drüber, ne? Also ist jetzt nicht extrem hochpreisig, aber ich glaube, jeder freut sich über Rituals in Adventskalendern. Deswegen ist es immer so ein Staple. Und ich finde auch Ritual of Meer ist der Weihnachtsduft, den Rituals so hat. Deswegen ist es echt gut. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, komm Leute, es ist Papierkrise, ne? Ich weiß nicht, warum man sowas einpacken muss. Das ist jetzt wirklich übertrieben. Von Starskin VIP, The Gold Eye Mask, The Gold Mask Eye, finde ich gut. Revitalizing Luxury Gold Foil Eye Masks. Das sind halt so Augenpatches und die hatte ich auch schon öfters mal in Beautyboxen drin enthalten. Mag ich gerne leiden. Passt auch zum Adventskalender an und für sich, weil Adventskalender Gold, mag ich, passt. Also die ersten 4 Kläppchen sind wirklich schon mal echt genial. Am Tag von Nikolaus am 5. Dezember haben wir jetzt von Adele Twin Pack, das sind Lashes. Das ist so ein Ding, entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich bin jetzt kein Fan von künstlichen Wimpern, aber ich weiß, dass die Adele-Wimpern recht beliebt sind. Dementsprechend passt das auf jeden Fall. Das ist die Nummer 105. Die sind sehr, sehr opulent, ne? Also die machen richtig Wawawum. Ich präferiere dann einfach eine Mascara. Und mit eben diesen Klimperwimpern können wir natürlich Nikolaus feiern. Das ist jetzt hier von Estee Lauder Advanced Night Repair, ein 7 ml Produkt, Synchronized Multi Recovery Complex. Das ist ein Serum, das habe ich auch schon mal verwendet, ein Moisturizer. Nee, doch nicht, Before Moisturizer, genau, das ist ein Serum, das habe ich schon mal verwendet, das habe ich, glaube ich, sogar im Backup im Full Size und ich finde das richtig, richtig, richtig gut. Meine Haut mag das gerne, ich persönlich finde einfach bei diesem Produkt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis leider gerechtfertigt, weil das die Haut auf ein anderes Niveau bringt und dementsprechend ist es auch gut, dass es in der Nummer 6 drin ist. Ich persönlich, auch wenn das werttechnisch höher liegt, hätte in die 6 das hier reingepackt. Einfach so fürs Feeling, dass man halt als Adventskalender-Auspackmensch ein Full-Size-Produkt in den Händen hält und irgendwie, ne, da fühlt man sich irgendwie cooler. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein.
Also ich weiß wirklich nicht, warum man auch solche Tuben jetzt irgendwie einpacken muss in diesem Butterbrotpapier. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so. Jekka Black haben wir in der Nummer 7. Glow Drops Vegan Friendly Rose Pearl. 20 ml sind hier drin. Das hatte ich auch schon mal in der Beauty Box drin enthalten. Und das ist ein Flüssig-Highlighter. 20 ml, Leute, da kommst du ewig und 3 Tage mit aus. Kann man natürlich auch in eine Foundation mit reinmischen oder in einem Primer oder so oder als Primer-Ersatz. Yo. Krasses Pferd, ist auf jeden Fall dekorative Kosmetik und ist schön im Adventskalender. Also, Mensch, ja, weiter. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ganz ehrlich, da hat sich wirklich jemand hingesetzt und so liebevoll alles eingepackt. Krass. Oh, das finde ich toll. Das mag ich gerne, sowas. Von Glove haben wir Headband, Bunny Ears. Voll süß, das ist so weich hier auch an der Seite. Das ist, ja, also verwende ich morgens halt immer, ne? Wenn ich mir die Zähne putze, also wasche ich mir ja vorher durchs Gesicht und so, dann mache ich mir immer eine Gesichtsmaske drauf, irgendeine Crememaske oder so. Und dann, jetzt habe ich das, das ist noch zu, das ist ein bisschen blöd. Und dann, ja, mache ich, also halt auch meine Haare dann so zusammen nach oben. Und das heißt, das hier werde ich auf jeden Fall dann auch verwenden. Oh, finde ich so schön, richtig, richtig cool. Das sieht auch irgendwie knuffig aus. Natürlich auch diese Öhrchen, ne? Entschuldigung. Das ist witzig. Da habe ich ein bisschen so diesen Witwe-Bolte-Style und dann macht man das so und dann macht man das irgendwie so und dann kann man das so verdrehen. Freut sich seines Lebens. Sieht geil aus, vor allem mit der Mütze, ne? Nein, also ich finde die wirklich klasse und das ist eine perfekte, krachende 8. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Produkt von Koros freuen. Das ist auch eine Naturkosmetikmarke, aber eine griechische Marke. Night Brightening Sleeping Facial. Leute, also manche Produkte erinnern mich doch an einen ganz bestimmten Adventskalender, den ich auch schon ausgepackt habe. Vitamin Super C, Brighten and Plump, ja, 20 ml. Das ist einmal dieses Produkt und auch hier einfach ein bisschen Pflege zum Ausprobieren. Warum eigentlich nicht, ne? Ja, und das kannst du dann als Nachtcreme wahrscheinlich einfach verwenden. Schön. In der Nummer 10 darf es nur mit einem Produkt weitergehen, was ich schon öfters mal gesehen habe. Und zwar von Mina oder 3INA 532 The 24-Hour Cream Eyeshadow. Ich weiß, dass das auch ein Produkt ist, was öfters mal in Boxen drin war. Und ich meine auch, dass es letztes Jahr in diesem Adventskalender auch drin war. Und das ist halt auch irgendwie so eine Farbe, die viele so hart gefeiert haben. Also ich mag halt keine Cream Eyeshadows in dem Sinne, weil ich Schlupflider habe so ein bisschen. Und weil das funktioniert bei mir nicht. Das rutscht in die Lidfalte und sieht aus wie Kraut und Rüben. Aber es ist eine schöne Farbe. Ich meine sogar, dass es auch ein bisschen Schimmer mit drin hat, ne? Aber für mich halt einfach nicht das Produkt, was ich so gebrauchen kann. Oha, in der ersten Schnapszeile, der Nummer 11, haben wir ein Produkt von Clinique drin. Moisture Surge, 100 Stunden. Auto Replenishing Hydrator, das sind 15 ml. Da kann man halt einfach mal diese wunderschöne Marke ausprobieren. Ich mag Clinique gerne, weil das sehr hautverträglich ist. Und mit 15 ml kommt man auch ein Weilchen aus, jetzt nicht Ewigkeiten, ne? Also vielleicht so 2 Wochen. Und dann kann man einfach mal ausprobieren, ob die Haut das soweit verträgt. Ja, und es gibt Feuchtigkeit, ist dann auch ja so eine Gelcreme, die hatte ich nämlich auch schon mal. Das ist so nicht so milchig, also so weiß, ne, wie man das ja von einer dicken, schönen Creme kennt, sondern es ist eher so gelig, aber trotzdem spendet die ordentlich Feuchtigkeit. Also mag ich leiden. Halbzeit, die Nummer 12, enthält einen Pinsel von Luvia aus dem Prime Vegan Pinsel Set, die Nummer 5. Da muss ich mal gucken, ob ich einen Preis dafür auch bekomme. Das ist so ein abgeschrägter Pinsel, mit dem ich persönlich auch immer sehr gut arbeiten kann, weil den kannst du dir zum Beispiel hier außen ansetzen und dann den Ton richtig schön in die Lidfalte einarbeiten, um da halt einen schönen Blend hinzubekommen. Also ein ganz, ganz toller Pinsel, der auch ja nicht allzu fluffig ist. Das heißt, theoretisch könnte man damit sogar auch Schimmerlidschatten auftragen, wenn die halt auch von der Cremigkeit her passend sind, ne? Und ja, also cool, dass es mit drin ist, ne? Die Nummer 13 eröffnet uns die zweite Hälfte des Adventskalenders, die zweite Hälfte der Adventszeit. Und das macht sie tatsächlich mit einem Staple-Produkt, und zwar ein roter Nagellack. Ne? Be Your Incredible Self with Nails Ink London in der Farbe Where's the Party?
201. Ein schönes weihnachtliches Rot. Es ist klassisch. Sowas darf auch gerne in Adventskalendern drin sein. Nails Inc. ist tatsächlich auch eine sehr gute Marke. Also ich finde persönlich, dass die Nagellacke sehr gut halten. Hab da auch einige von, weil die immer mal wieder in so amerikanischen, nicht amerikanischen, englischsprachigen Boxen, also Goodie Box, ach Quatsch, Goodie Box, nein, Glossy Box, Look Fantastic Box, so, da sind die öfters vertreten. Aktuell habe ich den Basecoat davon in Anwendung, der richtig, richtig klasse ist, also schön, mag ich. Die Nummer 14 enthält einen Gua Sha Massagestein, ein Tool von Zoe Eiler. Ja, es ist halt ein Stein, ne, es ist wundervoll. Ich hatte eigentlich gehofft, dass dadurch, dass letztes Jahr irgendwie gefühlt in jedem Adventskalender so ein Gua Sha Stein oder ein Jade-Roller drin ist, dass wir dieses Jahr davon so ein bisschen verschont bleiben, auch wenn das gute Produkte an und für sich sind. Ne? Also nicht falsch verstehen. Aber ja, ich finde sie jetzt dieses Jahr in super vielen Adventskalendern tatsächlich auch wieder als Tool. Ist ein schönes Produkt per se für einen Adventskalender, aber so langsam hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass eigentlich alle von uns so ein Ding schon mal irgendwie zu Hause hatten, oder? Wow, in der Nummer 15 haben wir ein Mini MAC Meer Matt Lipstick, okay, in der Farbe 608 Meer, tatsächlich. ich persönlich weiß jetzt nicht so unbedingt, ob ich die matte Variante von diesen MAC Lippies gerne mag. Ich bin halt wirklich ein Fan von diesen Satin Finishes, die die haben. Die sind super gut und langanhaltend auch tatsächlich. Und hier stehen da ein paar Infos drüber. 1,8 Gramm sind hier in diesem Lippy drin enthalten. Das ist halt ein Mini MAC, also ich habe einige Mini Max, ne? Und mehr ist die Farbe, ist witzig. So sieht der dann aus. Es ist halt diese typische Verpackung, die man so kennt, ne? Und ich kann euch die einfach mal zeigen, die Farbe. Die sieht schon schön aus. Also da bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass wir so eine Art Nude-Ton hier drin haben und nicht so ein klassisches Weihnachtsrot. Ich stehe auf dieses weihnachtliche Rot. Ich trage das ja auch sehr intensiv, gerade beruflich bedingt hier, ne? Aber nicht jeder mag das einfach. Und denn, ja, wir müssen, denn müssen wir auch noch dran denken, dass wir ja bald wieder Richtung Winterzeit gehen. Den Adventskalender machst du im Dezember auf, Maskenzeit. Da kommt es dann nicht so gut, so einen roten, juicy Lipstick zu haben, ne? Genau. Aber gut, ja, das ist ein schönes Produkt. Die Nummer 16 hat ein Produkt in sich drin von Peter Thomas Roth, Clinical Skincare Pumpkin Enzym Maske. Ach schön. Eine Maske finde ich immer klasse. 3-in-1 Intensive Skin Resurfacer Mask Exfoliates with Pumpkin Enzym. Und das sind 14 Milliliter. Also du hast quasi so eine Peeling-Maske. Das ist ein Enzym-Peeling. Ne? Du lässt die ein bisschen drauf. 3 bis 7 Minuten. Also das würde ich halt dann weniger als Maske, sondern eher als Peeling bezeichnen. Tatsächlich. Ne? Wenn man die nur so kurz drauf lässt. Und Enzym-Peeling ist so mitunter das Peeling oder die Peeling-Art, die am sanftesten zur Haut ist und die ich persönlich zum Beispiel auch in der Schwangerschaft verwenden kann. Das finde ich klasse, das wird ausprobiert. Und mit Kürbis ist es irgendwie auch cool, oder? In der Nummer 17 haben wir jetzt eine Woche vor Heiligabend eine Handcreme von Ahava drin enthalten. Auch eine Handcreme ist so ein Produkt, wer schreibt? In der Gruppentherapie wird geschrieben, also in der Trashosaurus-Gruppe. genau, eine Handcreme ist ein Produkt, was halt auch irgendwie in den Adventskalender gehört, weil trockene Hände, gepflegte schöne Hände will man zu Weihnachten haben und so, ne? Dead Sea Water Mineral Hand Cream Sea Kist, 40 Milliliter, die habe ich auch schon mal verwendet und aufgebraucht und ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Ich mag die Pflege sehr, sehr gerne. Deswegen ist es auch schon wieder ein gutes Produkt. Also ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass dieser Adventskalender mich nicht so flasht, weil der auch so teuer geworden ist, aber wir haben einen Lauf. Und wir sind tatsächlich auch schon in der Weihnachtswoche beim 18. Dezember angelangt. Von Upcircle haben wir eine Augencreme drin enthalten, um halt Strahlkraft zu geben und zu glätten. 15 Milliliter mit Gurke, Hyaluronsäure und Kaffee. Okay, ich hatte mal ein Peeling oder eine Maske von Upcycle oder Circle. Da fand ich den Duft furchtbar, muss ich gar nicht leiden. Augencreme ist jetzt natürlich vielleicht eine andere Geschichte. Vielleicht stinkt die nicht so. Muss man dann einfach mal gucken. Ist ein süßes Pöttchen, also wirklich hübsch, ne? Und eine Augencreme hatten wir noch nicht, deswegen musst du jetzt kommen. Ich habe mir eben schon gedacht, wie riesig ist bitte die Nummer 19 und wie krass ist es bitte, dass wir hier ein Foreo drin haben. Wenn das in der 19 ist, was ist dann denn gleich in der 24? Das ist Luna Mini 2 Pearl Pink, steht hier drauf.
Da macht Maxim doch auch Werbung für, oder? Maxim, der heute, wo ich das Video drehe, seine 100.000 geknackt hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Damit kann man halt super schön arbeiten. Du kannst dein Gesicht damit toll reinigen. Und wow, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 oder? Dass wir das hier einfach hier mit drin haben. Zieht euch das mal rein. Ich find's krass. In der 19. Schön. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also ich hätte jetzt wirklich das in der 24 erwartet. Du hast ja auf dieser Seite etwas kleinere Noppen, auf der anderen Seite hast du größere Noppen, was man jetzt so nicht gut sehen kann. Benutzt ihr Tools, um Cleanser und Co. einzuarbeiten? Oder seid ihr so, dass ihr sagt, ach, ich habe doch Hände, aber die Hände vibrieren nicht, Leute. In der Nummer 20 haben wir ein Produkt drin von Mario Badescu. Und zwar ist das ein Facial Spray mit Aloe, Herbs, also Kräutern und Rosenwasser. 118 Milliliter sind hier drin. Das ist zum Sprühen ein Produkt, was man aber trotzdem mit einem Wattepad abnehmen sollte. Ne? Also nicht abnehmen, sondern du sprühst dir das entweder aus Wattepad und gehst dann mit dem Wattepad übers Gesicht oder du sprühst dir das direkt aufs Gesicht und gehst dann nochmal mit dem Wattepad drüber, wenn du es halt als Toner verwendest. Wenn du das so als zwischendurch Gesichtsspray verwendest, kannst du es einfach so mal drauf sprühen. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Rosenwasser mag ich gerne leiden. Das ist gut für mein Gesicht, also für meine Haut. Aloe Vera mag mein Gesicht total gerne. Kräuter muss man gucken, inwiefern ich das dann vom Duft her gebrauchen kann. Ne? Aber schön. In der Nummer 21, wir sind übrigens im 20er Bereich, Leute. Ne? Herzlich willkommen. Haben wir was für die Haare mit dabei. Phyto Relax Laboratories 100 Milliliter. Eine Instant Reconstructure Milk for Damaged Hair. Okay, da weiß ich noch nicht genau, wie man das dann anwenden soll. Ja, sieht wirklich hübsch aus, oder? Wahnsinnig cool. Spread a small amount of product over damp or dry hair, massage and comb. Do not rinse. Okay, das machst du dir halt ins Handtuch trockene Haar oder ins trockene Haar. Und dann kannst du es einmassieren und einfluffeln. Comb ist, glaube ich, dass du das ein... wie nennt man das? Dass man im Handtuch halt so drüber wubbelt. Die Nummer 22 ist eine Schnapszahl und hier haben wir was von Pi drin enthalten. Lightwork Rosehip Fruit Extract, also quasi Hagebuttenfruchtextrakt, Cleansing Oil Lift, 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 Lift. Steht hier überall drauf. Lift Make-up Away. Okay, 28 Milliliter. Das ist einfach ein Öl zum Abschminken. Sowas finde ich gut. Sowas können wir gebrauchen. Sowas kannst du in Kombination mit deinem Foreo verwenden, wenn du möchtest. Ne? Mhm. Kann man? Nein, mit dem Foreo kann man nicht über die Augen gehen. Sollte man, glaube ich, besser einfach nicht machen. Aber sowas löst bei mir halt das Augen-Make-up einfach richtig schön. Und danach halt ein Reinigungsschaum oder ein Reinigungsgel, wie man das halt gerne mag, um die Haut nochmal porentief zu reinigen. Mit dem Foreo ist das ein Traum. Der 23. Dezember ist der Tag für Heiligabend und da wird uns gesagt, hey, bereite dich schon mal so ein bisschen drauf vor, dass du vielleicht am nächsten Tag einen Eyeliner tragen möchtest. Da kannst du jetzt schon mal den ganzen Tag üben. Und da haben wir von Kiko nämlich einen Green Me Eyeliner drin, 2,5 Milliliter und das finde ich irgendwie süß. Also das Kiko bei Zalando auch zu kaufen, ist, habe ich auch schon öfters mal gesehen, finde ich gut. Ich mag Eyeliner. Ne? Ich finde es gut, dass wir einen Eyeliner drin haben und keinen klassischen Kajal, bin ich halt auch ehrlich. Wobei ich auch mit einem Dip-Eyeliner nicht ganz so gut klarkomme, aber da hätte ich dann ja theoretisch einen Tag Zeit, um zu üben und dann zu gucken, ob ich Heiligabend das richtig hinbekomme. Ich weiß jetzt nicht, warum die Kamera gerade nicht scharf stellen möchte. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist halt diese Green Me-Reihe von Kiko, die haben, ne? Die halt so ein bisschen natürlicher unterwegs ist. Und das finde ich halt irgendwie auch charmant. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Manchmal kommen diese Reime. Ich weiß auch nicht, warum. Die flowen hier einfach so rein. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was wir in der 24 drin haben. Heiligabend, Leute. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, naja, theoretisch, wir haben ja alles schon da, aber dann kommen die damit um die Ecke. Und ich meine, dass ich das in der Sneak Peek auch gesehen habe. Augustinus Bader ist nämlich am Start. The Rich Cream mit TFC 8, 15 Milliliter. Es ist einfach der Wahnsinn. Das ist ein sackteures Vieh. Das kann man nicht anders sagen, ne? Also, krönender Abschluss. Ja. Habe ich erwartet, dass wir sowas im Adventskalender drin haben? Nein. Also ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob die das dieses Jahr halt auch irgendwie wieder gut hinkriegen werden. Klar, eine Lidschattenpalette wäre nicey peisy gewesen, aber Leute, jammern auf sehr hohem Niveau, weil wir haben hier sehr hochwertige Pflege drin. Wir haben coole Schminkprodukte, coole Pflegeprodukte drin. Also das ist aktuell tatsächlich mein Lieblingsadventskalender.
Das ist krass. Also ich habe schon viele ausgepackt. Gut, es stehen auch noch sehr viele hier in diesem Raum. Aber es ist ein hammermäßig gut gestalteter Adventskalender. 130 Euro ist eine Ansage, ja. Aber wir bekommen hier gute Produkte. Also ich finde, der ist gut. Ich finde den richtig, richtig gut. Schreibt mir mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Über Design lässt sich streiten, aber der Inhalt spricht für sich. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Adventskalender-Unboxing von dem Zalando Beauty Adventskalender. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!